So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja gut, gerade baut sich die Welt um uns auf und ich bin irgendwie gerade voll am Stottern, ich weiß auch nicht wieso. Und ja, ich habe schon wieder vergessen, was ich als letztes machen wollte, weil das letzte Mal, als ich Minecraft gespielt habe, das ist schon wieder ein paar Tage her. Ach, meine... Naja, ich weiß jetzt, glaube ich, wieder, was ich wollte. Ich wollte diese Pure Daisy... Genau, Pure Daisy nannte sie die Blume sich. Die wollte ich craften. So. Hallo? Ach ja! Jetzt weiß ich wieder, was wir dazu brauchen. Wir brauchen Eisen. Stimmte ja, da war was. Joch. Workbench, komm her. Ey, nicht Erde. Eine Pickaxe mit Erde geht Hallo? Geht schlecht. Und mir wurde im... Hallo? In die Kommentare der letzten Folge geschrieben, dass ich doch ein bisschen mehr FPS machen sollte. Ich glaube, aber das geht nicht, weil ich glaube, es liegt an dem Aufnahme... Eria kann nicht reden. An dem Aufnahmeprogramm, dass es nicht so viele gibt. Aber ich kann ja mal nachgucken, wie viele es gerade bei Minecraft sind. Ich glaube, ich weiß, wie man das nachguckt. 18 FPS, na gut, liegt vielleicht am Regen. Ach ja, schon wieder dieser unlogische Regen hier. Stimmt, ja. Da ja war was läuft. Da war ja was. Okay. Heute habe ich mich beschlossen, ein bisschen produktiv zu sein und nicht nur beim Aufnehmen. Ich würde jetzt ja meinen PC heller stellen, aber das bringt euch nichts. Habe ich Kohle? Ich habe keine Kohle. Oh, schade. Normalerweise das Erste, was man abgesehen von Stein findet, beim Meinen. Hä? Irgendwas hier ist falsch. Ich weiß aber nicht. Ah, jetzt... Eria hat den Fehler gefunden. Naja, heute wollte ich auf jeden Fall etwas produktiver sein, weil ich heute den ganzen Tag nur im Laden rumstand, weil nichts los war. Und das war schon ganz schön langweilig. Und ja, nicht denselben Fehler tausendmal machen, ey. Eria, du bist dumm. Ja, und deswegen wollte ich heute ein bisschen produktiver sein. Das heißt, aufnehmen. Und wenn ich mit dem Aufnehmen fertig bin, ich mache... glaube ich, 1-2 Folgen Minecraft, danach noch Twin Saga, weil das muss ja auch noch kommen. Vor allem, da ich eine Woche bin ich noch zu Hause, dann allerdings bin ich 2 Wochen weg. Und zwar ohne PC, das heißt, ich kann nicht aufnehmen. Das heißt, ihr müsst so 2 Wochen ohne Eria überleben, aber ich denke, das schafft ihr auch. Weil so überlebenswichtig ist, sind meine Let's Plays nun, denke ich, auch nicht. So. Juhu, wir haben Kohle. Naja. Ich weiß schon wieder nicht, was ich labern soll. Das wird eine tolle Aufnahmesession, weil garantiert werde ich jetzt mehrere Folgen am Stück aufnehmen, so 2 oder 3. Dann habe ich zumindest die Folgen schon für, bis ich wieder da bin, fertig. Ich will nämlich, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich will nämlich jede Woche mindestens 2 Folgen bringen, also eine Folge von jedem Let's Play. Und das sind momentan nur zwei. Das verwirrt mich. Hier. Genau, von da oben kommen wir. Ja, ich habe einen Orientierungssinn wie ein Brot. Manchmal. Ich habe das Ding übrigens schon wieder für einen Creeper gehalten. Bin ich dumm? Ja! Naja. Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Stimme hört sich voll kratzig an. Ich weiß auch nicht, wieso. Vielleicht, weil ich heute noch gar nicht so viel getrunken habe. Ich trinke immer zu wenig, das ist eigentlich richtig scheiße. Naja.
Was habe ich denn jetzt angestellt? Das war falsch. Dummes Iria ist dumm. Und Leute, ich muss mir allmählich wieder meinen Skin machen, weil in diesem Standard-Skin hier, wartet. So will ich doch nicht rumlaufen. Ich bin doch nicht ich. Das war Iria. Das war der falsche Knopf. Ich glaube, ich müsste mittlerweile sogar den Fehler mit der fehlenden Qualität behoben haben. Ich weiß zwar nicht, was mir das Aufnahme. Oh, da unten ist gerade eine Nachricht. Die seht ihr, glaube ich, wahrscheinlich sogar. Och, Mann. Naja. Auf jeden Fall ist es so, dass. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Erst habe ich was mit dem Skin gelabert, dann habe ich irgendwie abgeschweift und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Naja. Also, aber eine Sache, was ich sagen wollte, weiß ich noch, nämlich ich weiß jetzt nicht, ob es das jetzt ist, was ich eben gerade sagen wollte oder nicht. Auf welcher Höhe sind wir? Ha! Falscher Knopf, ey. 42. Das heißt noch nicht auf Dia-Ebene. Als ob ich jetzt gleich am Anfang Dias haben will. Aber das wäre cool. Vor allem in Projekten wie Varo wäre das äußerst praktisch. Naja. Dieser Regen macht mich verrückt. Warum sage ich immer, ah, ich weiß es nicht, ich weiß es doch nicht. Oh, ja. Jetzt renne ich erstmal rum. Da ist ein Hühnchen. Hallo Hühnchen. Na, wie geht es dir? Ja, alles klar. Wenn ihr wollt, dass ich Mobs anmache, sagt Bescheid, dann wird es auch ein bisschen spannender. Denke ich mal. Na gut, da wäre ich zwar jetzt nicht. Ja, aber hey. Hier. So. Und die Sache, was ich sagen wollte, wovon ich noch weiß, dass ich auf jeden Fall Fall sagen wollte, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es das ist, was ich vergessen habe. Wie gesagt, ich wiederhole mich schon wieder. Ich wollte nämlich sagen, wenn einer von euch Zeit und Lust dazu hat, weil ich bin momentan zu faul und ich bin zu, ja, ich bin einfach nur zu faul dazu, also mir den Skin zu machen. Ich weiß auch schon, wie der aussehen soll in etwa. Dann meldet euch. Ich weiß, ich bin einfach nur zu faul. Ich weiß, das ist scheiße. Und wenn ihr mal ein cooles Texture Pack habt, das auch bei Botania geht, das wäre. Und ihr mir das empfehlen könntet, das wäre schön, weil ich spiele viel lieber mit Texture Pack. Okay, einsammeln. Hoch. Und Shader wären auch schön. Also man hat mir ja auch gesagt, ich soll mit mehr FPS spielen, aber mehr als man hier oben sieht, 13, 12, 13, mehr als das geht leider nicht. Weil ich kann mir die auch nicht irgendwie, weiß ich nicht. Ich kann die doch auch nicht irgendwie auskotzen oder so. Ich weiß doch nicht, wie ich mehr FPS kriege. Na gut, mit Shader wird es wahrscheinlich noch schlimmer. Wie viel habe ich jetzt? Immer noch 15. Was ist denn das? Ist es normal? Habt ihr, wenn ihr spielt, auch nur 15 FPS? Ich habe keine Ahnung. Okay. Was sollte ich? Ach ja, Eisen. Ach ja, jetzt brauche ich eine neue Spitzhacke. Ach Mann, ey. Das ist alles anstrengend. Hallo? Mach mal. Danke.
Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder von diesem einen Lied einen Ohrwurm. Und das ist eins der unnötigsten Lieder, was es gibt. So behindert, dass es schon wieder lustig ist, aber trotzdem behindert. Und unnötig. Und, ah. Und nein, ich tue euch das jetzt nicht an und sing das vor. Es reicht, dass es schon die ganze Zeit in meinem Kopf rumdüdelt. Das nervt nämlich auch. Oh Gott, ich bin schon wieder versucht, das zu singen. Nein, böse Iria. Ach, naja. Auf jeden Fall, heute will ich mal ganz produktiv sein. Produktiv bin ich sonst nämlich nicht oft. Weil in letzter Zeit komme ich irgendwie kaum dazu, aufzunehmen oder auch zu schreiben. Wobei Schreiben noch das größere Hobby ist als Aufnehmen und Zocken halt. Weil ich das schon seit Jahren mache und noch nicht mal dazu komme ich wirklich. Na gut, ich lese. Haha, das kann man aber auch immer. Zum Schreiben muss man aber auch Ruhe finden. Man muss sich dazu auch konzentrieren können. Aber ich glaube, ich ziehe das dieses Wochenende durch, dass ich, beziehungsweise zumindest heute, dass ich ganz lange halt aufnehme und halt auch schreibe, halt was Produktives mache. Und eventuell setze ich mich auch an meinen Skin. Und ja. Mal gucken. Aber mein Buch muss ich unbedingt mal weiterkriegen. Ich schreibe nämlich an einem Roman. Ich weiß nicht, ob irgendein Verlag den gut genug findet, dass er es annimmt. Beziehungsweise den Lektoren, dem das vorgelegt wird. Aber ich hoffe es mal. Ich bin guter Dinge. Und auf jeden Fall finde ich, mein Buch ist gut. Und meine Freunde sagen das auch. Und ja. Aber eine Freundin sagt mir, mein Schreibstil ist viel zu geschwollen. Und ich denke mir nur so, ja? Bei Fantasy muss das teilweise auch so sein. Vor allem, da die Hauptperson auch, eine Person ist, die jetzt nicht so redet, wie unbedingt alle anderen reden. Also das heißt, quasi, hey, ich hab Eisen! Also das heißt quasi, sie redet jetzt nicht so in der Jugendsprache. Auch wenn die mehr so ein Jünger ist, redet die halt nicht in der Jugendsprache und so, sondern drückt sich halt gebildet aus. Und deswegen ist es auch der Grund, warum das ganze Buch so ernsthaft geschrieben ist. Nein, raus. Ha? Ich bin dumm. Dann gehe ich jetzt mal mein Zeug wegräumen. Ich wusste jetzt nicht, ob man... Ich dachte mir, mit Q bringt es nichts, dann droppe ich's nur, dann werfe ich's nicht. Dann dachte ich mir, jetzt Rechtsklick oder Linksklick? Und dann dachte ich mir, mit Linksklick, baust du doch nur was ab. Ich bin einfach nur... Nup, nup, nup. Manchmal ziemlich und... Ja, das war ich auch selber. Warum habe ich jetzt so wenig auf? Ernsthaft, warum muss ich alles in Sticks verbraten? Bin ich dumm? Oh Mann. Das habt ihr euch wahrscheinlich auch schon gedacht. Was für ein Noob ist denn das? Naja. Hochspringen, so. Ich weiß, ich kann nicht pfeifen. Habt ihr das überhaupt gehört? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, ich hab grad gepfiffen. Ah, verdammt, ich hab ja kein Holz mit. Oh Mann. Was sind das für ein Kack? Yay, getting wood. Was schmeiß ich weg? Okay, dann mache ich es halt so. Ich habe gerade von dem unnötigsten Lied der Welt einen Ohrwurm. Oh Mann, das ist so richtig... Das ist so richtig unnötig und richtig scheiße. Und ja...
wollte ich noch machen? Ja, eine Truhe. Ich wollte jetzt gerade aus normalem Eichenholz eine Truhe machen. Das geht nicht. Das geht doch nicht. Boah, ich bin so dumm. Ich mach gleich zwei. Muss ich zwar das nächste Mal schon wieder einen Baum killen, wenn ich Holz brauche, aber hey. Okay, das da, 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 das da. Fragt mich nicht, wieso ich jetzt rede. Don't ask me. Ask. Alles klar. Don't ask me, please. Ach, Mann. Das für Fackeln? Fackeln ist Lexica Botania. Sand brauche ich nicht. Mystical Block voll war. Flower brauche ich auch nicht. Moment. Spitzhacke kann ich mir auch eine neue craften. Dafür brauche ich exakt 3 Cobblestone. Gut getimed. Was? Ernsthaft getimed? Gut abgepasst. Wuhu. Als hätte ich das geahnt. Natürlich habe ich sie auch geahnt. Na, Spaß. Naja. Oh Mann, ich hab... Ey, das ist wirklich das unnötigste Lied der Welt, ey. Ach, was mache ich hier? Bin ich dumm? Oh Mann, ey. Ich stöß mir den Kopf, aber warum springe ich auch? So richtig unnötig. Hui. Und mein Iron. Oh nee, fang bloß nicht an zu summen, Eria, dann wird's nur noch schlimmer. Ich hab ständig irgendwie einen Ohrwurm. Was wohl auch daran liegt, dass ich bei diversen Chören bin und immer, ausnahmslos, immer einen Ohrwurm hab, wenn ich zurückkomme. Das ist richtig scheiße. Und zwischendurch auch nochmal, wenn wir Pause machen oder so. Das ist so richtig doof, das ist so richtig blöd. Es nervt, aber man kann da leider nichts machen. Ach, Mann. Naja. Aber mal gucken, wie produktiv ich heute noch sein werde. Wie viele Folgen ich noch aufnehme oder, und ja. Ich muss ja auch unter anderem noch Twin Saga machen und ja. Und wie gesagt, an meinem Buch rumwerkeln. Und ich setze dann wahrscheinlich gleich einen kleinen Cut. Das müsste nämlich mit... Eigentlich habe ich mir jetzt ein Programm runtergeladen, mit dem es gehen sollte. Weil ich das auch schon mal benutzt habe. Aber, da ist das große Problem. Es hat es anscheinend nicht runtergeladen, sondern nur die Zusatzdinger. Und das finde ich scheiße. Naja, dann brat mal die Kohle vor dich hin. Was? Die Kohle? Was Eisen? Bin ich dumm? Was auch sonst, ne? Warum mache ich eigentlich so oder so unnötig? Hinder. Oh, das ist richtig schrecklich mit dem Ohrwurm. Minecraft, spiel mal Musik ein. Kannst du das überhaupt oder hat... Oder wurde das ausgeschaltet? Music and Sounds. Oh. Bitte spiel Musik ein! Ich glaube, das ist ein bisschen... Okay, warum ist es aus? Das haben wir doch sowieso nie an. Egal. Dann back to game. Na komm, typische Minecraft-Musik. Spring an, los! Schlecht zu laufen und gleichzeitig so zu machen. Oh Mann. Danke. Oh, Mann. Oh, wenn man sind scheiße, vor allem dann, wenn man sie gerade gar nicht gebrauchen kann. In der Aufnahme zum Beispiel. Ach, Mann. Ich glaube, an dieser Stelle werde ich dann nachher einen Cut setzen, weil das, wie gesagt, bei dem Videobearbeitungsprogramm gleich wohl klappen sollte. Weil bei dem, was ich jetzt habe, das ist nur eine kostenlose Probeversion und eigentlich würde ich es am Anfang gerne kostenlos halten, weil Baum.
Weil für Hobbys gebe ich nicht gerne so viel Geld aus. Weil. Okay, warum eigentlich? Weil Baum. Nee, aber. Ernsthaft, Rainer. Danke. Es ist nur meistens so, ich spare mir Geld lieber für Bücher oder sowas auf. Weil ich lese unheimlich gerne und ja. Ich dachte gerade schon, da, warum baust du da weiter? Ich hab doch. Aber dabei habe ich das ja selbst abgebaut, bin ich doof. Naja. Ich spare mir Geld halt lieber für Bücher auf. Ich lese so super gerne. Wenn ich will, schaffe ich. Also wenn ich jetzt wirklich. Heute ist ja der 31. März. Ich könnte ja jetzt theoretisch jeden Tag ein Buch lesen. Das könnte ich locker schaffen. Na gut, dann kann ich aber nicht produktiv sein. Das ist aber nicht produktiv. Und ich will eigentlich produktiv sein. An dem einen Buch sitze ich jetzt schon ein paar Wochen. Und das hat auch nur 300 Seiten oder so. Aber auch nur, weil eigentlich wollte ich das immer in den Mittagspausen lesen. Dann habe ich aber immer mit meiner einen Freundin gequatscht. Dann will ich es auf der Fahrt lesen. Da habe ich aber mein Handy, auf dem ich so schön lese. Mein Handy ist immer so viel interessanter. Also die Geschichten, die ich da im Internet lese. Ich bin nämlich in einem Forum, auf einer Autorenplattform, wo man lesen und schreiben kann im Internet. Und das ist wohl und ja, gut. Hallo. Warum sage ich gut? Ey, das geht so nicht. Auf jeden Fall mache ich dann jetzt, beende ich die Folge. Wünsche euch nochmal einen schönen Tag, schönes Wochenende. Das hier wird eventuell sogar schon heute kommen. Weswegen ich das Video wohl, glaube ich, auch jetzt schon beenden sollte und nicht nachher erst cutten, weil sonst könnte es ein bisschen problematisch werden mit dem Hochladen, weil das Rendern immer so ewig lange dauert. Aber naja. Dann sag ich schon mal tschüss. Schönes Wochenende und einen schönen Tag euch noch. Genießt das schöne Wetter. Bei mir ist es momentan 25 Grad im März. Ich glaub's nicht. Naja, auf jeden Fall. Ah, ich brauche dringend einen neuen Skin, ey. Auf jeden Fall euch noch einen schönen Tag. Und jo, dann war es auch mit der heutigen Folge Minecraft. Dann over and out. Tschüss!